Herzlich willkommen, Leute, zu Tag 17 von Pioneer Drive. Yo, es geht weiter und ja, ich habe gestern das aufgenommen, gestern Abend, jetzt nehme ich gleich mal weiter auf. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal sofort weiter aufnehme, das ist total komisch. Aber ja, ich dachte so, ja, jetzt habe ich irgendwie Lust, also nehme ich auch auf. Und ich weiß nicht, meine Maus ist ganz komisch, die macht so schnelle Sachen. Ja, reden kann ich gerade. Ist da ein Hund? Was sind da eigentlich drauf? Ist das eine Schafe und ein Menschen? Da liegt einer tot rum. Also ich sehe, sagt mir bitte, was ihr auf diesem Bild seht. Ich sehe komische Sachen. Egal. War das Bild hier auch schon vorher? Also ich habe mir die Bilder nämlich nie so wirklich angeschaut. Aber ja, ist doch wunderschön hier. Ich weiß gar nicht, warum ich mir diese wunderbaren Bilder nicht angeschaut habe. Oh ja. Erstmal muss ich schauen. Oh Gott. Ob klein, Clowny. Klein Clowny sitzt noch da. Ja, Gott sei Dank. Clowny Clown. Ah. Ich dachte schon, lässt mich wieder allein oder erschreckst mich irgendwie. Übrigens, ich glaube, gestern, genau. Und im letzten Part war das das erste Mal, dass ich wirklich richtig geschrien habe, als der Clown dann plötzlich saß. Und meine Schwester hat sich voll erschreckt und kam dann sogar auch ins Zimmer rein, weil sie wissen wollte, was los war. Und dann habe ich mir vorher nochmal den Part angeschaut, bevor ich ihn hochgeladen habe. Und dann kam auch wieder das Schreien. Meine Schwester kam wieder in mein Zimmer und guckt mich so an. Was denn? Ja, das war lustig. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob ich gerade lang gegangen bin. Ist ja auch egal. Übrigens können die Sachen erst, wenn es wirklich dunkel ist. Davor kann man es alles schon vergessen. Danke, dass es jetzt wirklich dunkel ist. Und diesen Abschnitt kann ich wirklich überhaupt gar nicht leiden. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist der total creepy. Creepier als die anderen. Was ist eigentlich mit meiner Maus los? Die spielt gerade gespielt. Die ist total komisch. Egal, wir schaffen das. Und ich, immer wenn ich nervös bin, fange ich an zu singen. Ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen. Bei dem einen Part besonders, wo ich die ganze Zeit eigentlich gesungen habe. Und ja, es ist sehr dunkel. Aber es kam... Hallo. Es kam noch nicht so wirklich irgendwie ein Geräusch oder so. Hier kommt man irgendwo lang, ne? Das weiß ich, glaube ich, noch. Boah, ich bin eigentlich... Es ist Wochenende, Leute. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade sage. Ach ja, jetzt bin ich wieder hier. Was ist denn hier los? Warum spielt das so gerade so richtig rum? Hilfe, aua. Hust, hust, hust. Ich weiß schon wieder nicht, was ich sagen soll. Scheiße. Scheiße. Hatten wir hier irgendwie einen Schlüssel bekommen? Ich weiß nämlich schon gar nicht, wo wir wieder drin waren. Yay. Doch, im ganz letzten Raum, glaube ich, ne? Im ganz letzten Raum konnten wir reingehen. Ne, hier rein, da war das Badezimmer. Okay. Du bist ein Riesenarsch. Du bist ein Facker-Riesenarsch. Oh, Entschuldigung für das Wort. Aber wahrscheinlich muss ich da auch noch reingehen. Oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Es ist er weg. Oh Gott. Oh, ich hab mich gerade richtig darauf vorbereitet, dass er hier sitzt. Und was ist es? Lecker Ballerien im Klo. Was auch nicht gerade wirklich sauber ist. Alter, du scheiß Clown. Warum geht denn jetzt schon wieder auf Wanderschaft? Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Scheiße, dann gehe ich halt wieder. Oh Gott, ey, dieser Clown, ich hasse ihn. War wahrscheinlich das Schlimmste an diesem ganzen Spiel, dieser Drecksclown. Nein, Fresse. Meine Güte, ich bin hier schon wieder ein bisschen geladen, weil ihr alle so doof seid. Was habt ihr denn immer mit diesem scheiß Clown? Ganz ehrlich. Oh, ist nicht lustig. Meine Güte. Ich hasse dich auch, scheiß Bertha. Scheiß Abstellraum. Ist hier irgendwie... Ist hier ein Clown irgendwo oben? Ich muss immer darauf achten, dass hier irgendwo ein Clown ist. Oh nee, das mag ich nicht. Ich wollte eigentlich auf dem Klo. Vielleicht wollte er eine Privatsphäre haben, aber hat er nicht bekommen. Hahaha. Das ist so traurig. Das ist so traurig. So goddamn traurig. Das Essen. Lag das schon die ganze Zeit? Also ich weiß nicht. Ich verspreche mich wieder, weil ich nämlich nervös bin. Nervosität for the win. Ich glaube, ich mache schon wieder komische Geräusche. Ja, das mache ich wohl. Ah, diese scheiß Schattenkatze. Wut, wut, wut. Es gab hier doch nicht so eine Katze, eine Maus, ne? Oh, ich erschreck mich vor der Uhr. Kam da irgendwas lang geflogen? Kam da gerade irgendwas lang geflogen? Das sah aus, als ob da so eine Fledermaus lang geflogen ist.
Ist ernsthaft, das sah wirklich so aus. Ich bin nicht, nein, ich bin nicht. Die Batterie ist schon wieder fast am Sterben. Alter, Leute. Jetzt bilde ich mir hier schon Sachen ein. Das ist echt nicht cool. Raum. Ich hasse dich, Raum. Du bist der schrecklichste Raum ever. Ich weiß nicht warum. Ich kann diesen Raum aber nicht leiden, weil es nämlich gleich dunkel wird. Gleich jetzt. Jetzt! Habe ich doch gesagt. Ich gehe jetzt einfach wieder hier lang, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo lang ich gehen soll. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wollen wir vielleicht mal wieder in den einen Anfangsraum? Oder zu unserem lieben Teufel. Hi. Da macht er irgendwie nichts. Ich dachte, da macht er irgendwas oder so. Vielleicht sitzt unser guter Freund ja auch wieder hier auf dem Stuhl. Hallo, oh Licht. Nein, Gott sei Dank. Das hätte ich nämlich eigentlich nicht lustig gefunden, wenn er jetzt wieder hier sitzen würde. Hier auch nicht gut. Vielleicht in unserem Bettzimmer. Bettzimmer? In unserem Schlafzimmer. Oh Gott. Da ist nämlich auch ein Stuhl. Ich weiß nicht, ob irgendwas passiert, wenn man hier nämlich irgendwas macht. Wenn man nämlich den Sound anmacht, kommt dann irgendwas Gruseliges oder so? Wenn ich es die ganze Zeit angucke, vielleicht passiert dann hier was. Wow! Was denn? Was ist denn passiert? Ja, irgendwas passiert, aber ich weiß nicht, was passiert ist. Hey, muss ich das verstehen? Also ist irgendwas Gruseliges passiert, was ich nicht gesehen habe? Okay. Es ist mir wieder voll Ich wahr. kann mir nicht helfen, aber das hört sich so an, als wäre da jemand oben im Kinderzimmer. Nö, nee. Als wäre da oben jemand im Kinderzimmer. War doch nur wieder eine Fledermaus, oder? Ey, ich sehe hier Sachen, die gar nicht da sind. Dieses Spiel macht mich psychisch kaputt. Oh, Alter. Ich möchte aber nicht ins Kinderzimmer. Ich möchte aber nicht ins Kinderzimmer. Muss ich da jetzt echt hingehen? Ich weiß auch gar nicht mehr, welcher Raum das war, aber war das nicht hier? Ja. Schön. Ich möchte hier auch unbedingt rein. Ja. Warum denn nicht? Fliegen hier einfach mal so ein paar Sachen lang. Okay. Chill bitte. Okay, ja, ich hab's verstanden, ja. Alter. Ihr seid so scheiße. Oh, es hört sich an, als wäre jemand im Kinderzimmer. Ne. Der Teddy und so war weg und es sind alle wieder da. Wie schön für euch. Ihr seid alle so scheiße. Ihr seid alle so mega scheiße. Ich kann euch alle nicht leiden, ja? Ihr seid alle so scheiße. Oh, draußen. Ach so, Schatten. Ja, okay, ich würde mal sagen, wir gehen dann erstmal wieder hier lang. In hier lang halt. Und gucken mal, ob wir erstmal unten was machen können, irgendwas aufmachen können. Und dann gehen wir nämlich weiter rüber. So, wir haben hier angefangen. Und wir können. Nö, warum soll ich mich erschrecken? Noch eine Küche, die super sexy aussieht. Man kann sogar den Kühlschrank aufmachen und wieder zumachen. Oh ja, genau. Ich habe mich gerade wirklich wegen diesem Scheiß erschrocken hier. Oh Gott. Diese Nacht hörte ich Linda schreien. Sie war sich sicher, dass die Vogelscheuche durchs Fenster gesehen hat. Nee, nee. Ich habe nachgesehen. Doch draußen war alles ruhig. Doch draußen, aber drin. Ja, dann sind wir erstmal unsere Vogelscheuche. Oh no, bitte nicht Tag 18. Scheiße. Bam, bam, bidam, bam, bam, bidam, bam. Kann es sein, dass wir immer raus müssen, wenn es irgendwie gewittert? Wow, das kann gut sein, ne? Ich weiß ehrlich, ja, halt doch mal die Gusche, meine Güte. Alles wird gut. Ich gehe aber erst raus, wenn es wirklich richtig dunkel ist, weil sonst passiert ja auch nichts. Und, wow, es ist schon im Brett ein bisschen scheiße hier. Du sitzt also da, ja? Du bist also gerade noch da. Freut mich aber. Freut mich aber. Bam, bam, bidam. Ich weiß nicht, wie das geht, aber okay. Bam, bam, bidam, dam. In den Raum konnten wir rein, ne? Ja, hier war die Küche.
Das ist ja very interesting hier. Very interesting. Hier gibt es sogar Milch und wir haben Cornflakes. Alles schimmelt hier so ein bisschen. Ich glaube, hier war schon echt lange keiner mehr drinnen, ne? Aber wenigstens haben wir noch, guck mal, wir haben Brot und was Gesundes. Was ist da ein Fisch? Weiß ich nicht. Mach mal zu hier. Ich habe gerade keinen Hunger. Ich habe cooles Zwieback mit Kokosnuss und da oben ist die Batterie. Schön. Und brauche ich sogar. Und ja, ne? Kannst du bitte dunkel werden? Ich möchte nämlich rausgehen. Oh, kannst du bitte dunkel werden? Ich brauche unbedingt diese Dunkelheit. Oh, na, 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 na. Na, na. Na, 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 na. Na, na, na. Ich dachte, ich habe eben das Licht angemacht, aber es war nur der Blitz. Ach ja. Mann, dieses Gewitter. Meine Güte. Moinsen. Aber ich gehe gleich wieder zurück, denn ich möchte eigentlich rausgucken. Es ist sehr schön draußen. Das ist sehr schön. Okay, dann bleibe ich erstmal wieder im Dunkeln und jetzt raus. Ach so, falsch. Ja, ich wollte doch hier lang. Haha. Ha, 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 ha. Was für ein Geräusch. Habt ihr es gehört? Ach, Regen. Das ist Regen. So, ja. Weiß ich doch. Nee, hier geht's noch nicht raus. Nämlich da. Okay, okay, du bist noch da. Okay, ich dachte gerade eben, du bist weg. Was war denn das für ein Geräusch, bitte? Noch da, ne? Hier liegt aber auch nichts, ne? Okay. Ich hab Angst, wenn ich mich jetzt umdrehe, dass sie weg ist. Ich mach's nämlich ganz schlau. Ich geh jetzt nämlich rein. Malik, dann mach die Tür zu. Und guck dann, ob sie draußen noch steht. Ja, die steht noch da. Okay. Okay. Oh, diese Frauen. Ich will mal kurz gucken, ob die irgendwas machen, wenn ich die angucke. Mit Gewitter. Macht mir irgendwas Cooles, bitte. Bitte, mach irgendwas Cooles. Die machen nichts. Aber du bist noch da, das ist schon mal schön. Muss ich überhaupt draußen sein? Aber es war ja eigentlich bis jetzt immer so, dass irgendwas passiert, wenn ich draußen bin. Und aber ich glaube, wir gehen lieber wieder rein. Ha! Hab dich! Hab dich, ne, noch nicht. Es ist echt dunkel, ich brauche Licht. Und wohin gehen wir jetzt, liebe Leute? Wir mal vielleicht in die Küche reingehen. Kühlschrank auf, aber hier passiert dann nichts, wenn ich die aufmache. Okay. Oh, es ist romantisch hier drin mit diesem Licht. Ach, schön. Und sogar diese Lampe ist richtig modern, ne? Das ist ja richtig geil hier, wow. Ich fühle mich hier richtig wohl, das glaubt ihr gar nicht. So richtig, richtig wohl. Bam, bam, bidam, bam, bam, bidam, dam. Dam, 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 dam. Warum haben wir nicht so viele Küchen? Ich weiß es nicht. I don't know, I don't know, I don't know. Warum? Also ich bin nicht so nervös wie Mehl. Steht da Mehl drauf? Mehl und Grieß. Wie schön. Also ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Irgendwie, ich würde sagen, dass ich jetzt nicht so nervös bin wie gestern. Also wie beim letzten Part. Aber trotzdem ist es schon nicht nice hier. Das muss ich echt mal gestehen. Es ist nicht schön. Und drin wird da wohl auch nichts sein, denke ich mal. Yep. Hier drin ist glaube ich auch noch nichts passiert, ne? Und die könnten eben coole Sachen mit den Gemälden machen. Mit der jungen Frau hier. Könnten sie. Aber werden sie das auch tun? Das ist eine große Frage, die wohl erst unsere Zukunft, unser Nachwuchs erleben wird. Und ja, jetzt bin ich selber. Ich habe gerade Wichtiges zu tun, als dich anzupschen. Psch, psch, psch. Da, 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 da. Let it rain, let it rain, let it rain. Hier könnte ich ja auch rein, aber hier war ja nur ein Badezimmer. Und ja, kann ich eigentlich mitnehmen, ne? Kann ich eigentlich. Draußen war auch nichts. Hier im Badezimmer war jetzt auch nichts. Da war aber die Frau. Der Clown war oben drauf, ne? Genau. Ich habe den Namen vergessen. Paul irgendwas. Peter. Nicht jetzt einfach Robert. Keine Ahnung. Du heißt jetzt Robert und ich weiß nicht, wo ich hin muss.
Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ach nee, gar nicht. Es war doch irgendwas mit diesem Lama, das Reis ist. Wo ist die Gabel? Oh Gott. Was mache ich hier eigentlich mit euch? Ey, es ist doch voll die Folter. Das ist so mega die Folter. Aber wenn einer gefoltert wird, also ich jetzt hier gerade, dann müsst ihr auch gefoltert werden. Denn das ist nämlich das Pflanzenzimmer. Und ich glaube, muss ich gar nicht rein, ne? Und da passiert hier irgendwas? Nö. Ja, also ich weiß nicht, wo ich hier muss. Das ist ja echt schön. Bitte, gib mir einen Tipp, lieber Herr. Robert. Caesar. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es echt nicht. War ich schon oben? Ja, ich war schon oben, ne? Ich weiß nicht, wohin. Nee, hier drin war auch schon mal was los. Ich glaube, da passiert doch nichts mehr. Im Badezimmer. Vielleicht da ja. Piu. Nee, okay, ich weiß. Scheiße, wohin sollen wir denn gehen? Vielleicht nochmal hier oben lang? Ich meine, wir haben auch gerade gar keinen Schlüssel, ne? Wir haben gerade gar nichts. Und diesen Raum liebe ich ja so sehr. Ich liebe diesen Raum. Er ist so Zucker. Zucker. Und ich möchte bitte wieder raus. Sofort möchte ich hier raus. Oh! Ich sollte nochmal ins Jagdzimmer gehen. Irgendwas war da eben im Licht der Blitze auf dem Boden zu sehen. Ja, und das soll mir dann auffallen, oder was? Im Jagdzimmer. Genau. Ich bin falsch. Ja, dann gehe ich halt ins Jagdzimmer. Ich hasse das Jagdzimmer. Das Jagdzimmer ist scheiße. Und wisst ihr auch warum? Weil da was an der Wand klebt. Genau, da klebt was an der Wand. Komm, sitzt da jemand auf dem Stuhl? Wing, wing! Wing, wing! Entschuldigung, es hat er sich erschreckt. Oh nein, da klingelt ein Telefon. Dreh dich um. Oh, falsche Seite. Nanu, Nanu. Nee, nur Mut. Nur Mut. Das klappt doch schon ganz gut. Was? Oh mein Gott. Blitz! Mach Blitz! Mach einen Blitz hier bitte. Hallo? Ich möchte einen Blitz haben. Da war irgendwas auf dem Boden. Ha! Fußabdrücke! Dann gehen wir hier mal im Dunkeln rein. Und achten auf Fußabdrücke. Fußabdrücke! Die gehen da lang. Okay. Oh, oh, oh. Oh, oh. Die gehen da lang. Okay. Sehr cool. Hi, Clown. Wo lang muss ich jetzt, bitte? Rechts oder links? Entscheidet euch. Da lang, okay. Und dann? Wo lang muss ich dann? Nein! Wohin muss ich? Nein. 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 Nein, nicht zum Schrank. Blitz. Blitz. Ich muss also zum Schrank, ja? Okay, Moment, wir stehen. Dann schwinde ich jetzt rum. Geht's wieder? Jetzt geht's wieder, okay. Wenn ich mir den jetzt nehme, möchte ich mich echt umdrehen. Okay, ich dachte, dass jetzt irgendwas Gruseliges passiert. Okay. Okay, okay, ich möchte bitte gehen. Können wir gruselige Geräusche? Nein! Da könnte ich, nee. Oh nö. Oh nee. Was ist das denn für ein Raum? What the fuck ist das denn? Ja. Ich frage mich einfach nur so, warum, ne? Wer hat bitte solche Masken? Und was ist das denn bitte alles? Oh mein Gott. Ja, ich möchte bitte den Schlüssel haben hier. Und... Kann ich denn hier gleich weitergehen? Ja, ich kann hier gleich weitergehen. Ich wollte nur nicht reingehen, warte. Ach, das ist Verbindungsraum, okay. Und hier. Gestern Nacht fing die alte Spieluhr von alleine an zu spielen. Ich versuchte sie abzustellen, aber es ging nicht. Sie spielte einfach immer weiter. Sie spielte einfach immer weiter? Das klingt natürlich nicht schön. Ich weiß auch gar nicht, was da passiert ist, als ich sie eigentlich gerade gezündet habe, genau. Als ich sie gerade angemacht habe und angeguckt habe. Die läuft ja gar nicht von alleine. Egal, Leute, ich würde sagen, wir haben wieder 2 Nächte geschafft. Und ja, das reicht doch erstmal. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Hauen Sie rein. Ciao und Peace. Keine Ahnung. Jo.